Moin moin Leute! Ich dachte, ich heute mal ein zweites Video auf. Ich habe ja das neue gekauft, habe ich noch nicht angetestet. Das neue Gears 5. Nur für Xbox One Konsole. Naja. Das geht doch bestimmt für PC. Weil Microsoft bringt alle ihre PC-Xbox-Spiele auch für PC raus. Also von daher. Das habe ich gesehen für 12,99. So, für 12,99 nimmst du es einfach mal mit. Ob es jetzt gut ist oder nicht. Die Rohrstellen. Also Xbox-Spiele. Xbox One-Spiele zum Beispiel kaufe ich meistens nicht zum vollen Preis. Weil ich eher PlayStation-Spieler bin. Wie ihr wisst, habe ich den weiß nicht mehr, wieder immer für PlayStation. Aber als Gamer umgeht mich auch. Im Endeffekt habe ich irgendwann immer alle Konsolen, also von daher. Hat hier noch so einen Aufruppestreifen an der Seite hier so. So. Für 3, 13 Euro oder 12,99 besser gesagt, kann man sich nicht beschweren. Obwohl ich viele meiner Spiele 80% niemals zum Vollpreis kaufen würde. Ich kaufe welche zum Vollpreis auch schon, aber nur 20% ungefähr. Geht noch irgendwas drin, mal gucken, was das ist. Bevor ich das in die Kamera halte, mal gucken, was das ist. Hier ist irgendwie so ein Auf. Meine Klasse hier weg. Irgendwie so ein Aufkleber. Die werde ich hier aufkleben. Viele werden diese Aufkleber wahrscheinlich aufkleben, ich nicht. Vielleicht ist das Spiel ja irgendwann mal was wert, wenn man Aufkleber hat. Wo stehen hier? Für 14 Tage kostenlos testen für die Konsole. Erhalte unbegrenzt Zugriff auf 100 hochwertige Konsolenspiele. Okay. Ich habe 14 Tage den Game Pass zu testen. Game Pass interessiert mich gar nicht. Weil ich habe mich ja. Spiele immer lieber im Regal stehen ab, wenn ich irgendwann eine neue Wohnung finde, was in dieser Zeit fast unmöglich ist. Aber irgendwann finde ich eine, wenn ich irgendwann eine Wohnung finde, werde ich das geilste Gamezimmer haben. Vielleicht werde ich noch, ich überlege mir, ob ich dann im Flur, wenn ich etwas im Flur habe, weiß ich vorher noch nicht, vielleicht Regale ran machen, um meine ganzen Amiibos hinzustellen. Cool. Vielleicht mache ich das irgendwann mal mit dem Game Pass. Aber ich glaube eher nicht. So sieht das Spiel aus. Jule. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob das Spiel gut ist oder nicht gut ist. Aber ich dachte, für 13 Euro. Für 13 Euro. Oder 12,99 besser gesagt. Kann man nicht viel verkehrt machen. Und das war's auch wieder. Steht darauf, wie viel Speicher es braucht. Ich habe es immer Gefühl. Dass PS4 hören, ich habe es drin nicht keine liegen, stabiler sind. Naja. Haut rein. Bis dann, euer Rolf. Ich wollte nur sagen, dass ich mir dieses Spiel mal geholt habe, um meine Sammlung ein bisschen zu erweitern. Vielleicht habe ich irgendwann die größte Sammlung der Welt. Das ist ein Traum. Das wäre ein Traum. Und bis dann, eure Uhr.